This is the heart of our story. Golu and Raji, brother and sister. And this was their whole world. This one small carnival. The other performers were their friends, their only family. This was home. On that day before their performance, Raji took her brother aside. "Did you forget, little brother?" she asked him. And she tied a rakhi to his hand. For it was the feast of Raksha Bandhan. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all. Upon receiving, he united the demons to wage a war. Bhumi Devi urged him to stop. He killed her ruthlessly without thought. This angered Shiva greatly, and he stomped, dividing the continents, and the demons were forever lost. But as he spoke, the skies darkened, and the earth shook, and other figures dressed as demons strode through the crowd. These were not masks. This was not a child's tale. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He'd been hurt and he was scared, and she knew she must protect him. But in that moment, Raji failed. For the Garasura demons took Golu from her. Raji. Awake, my child. Und somit begrüße ich euch bei meinem neuen Let's Play, das ich starten möchte. Und zwar ist dies Raji. Wie man schon halt sehen konnte. Ja, ich war so fasziniert am Wochenende von dem Spiel, da man ja die Demo kostenlos spielen durfte. Jetzt haben sie ja einen Prolog da rausgebracht, was ich auch sehr gut finde, die Entscheidung, weil das Spiel ist wirklich gut. Und weil ich mich ein bisschen mal mit der indischen Mythologie beschäftigen wollte,
Klar, hier wird man zwar jetzt nicht richtige Geschichtsstunde erleben, aber so ein bisschen reinzuschnuppern finde ich, dass man nicht so verkehrt. Die einzige wirkliche Gottheit, die ich kenne aus den Indischen, ist Shiva. Und das auch nur durch Final Fantasy Spiele. Aber ich bin mal gespannt, wo uns die Story uns hinführt. Ja, wir suchen jetzt erstmal unseren Bruder. Child, remember Shiva's words. It is so much weight to put on the shoulders of a mortal. Is this one strong enough? Time will tell. Madurga, I need you now. Her brother and the other children had been seized by the Garasura. I told her that she must be strong. Her journey would be difficult and full of unknowns. I blessed her with the Trishul, my most powerful weapon that Shiva had given to me. This, with Raji's own serenity and strength, would save her brother. So, dann nehmen wir uns mal den Speer an uns. Ich muss sagen, das Spiel hat mich sehr an die alten God of War Titel oder beziehungsweise Spiele erinnert. Deswegen fand ich das auch so gut, dass ich das spielen wollte. Und da ich... She leaps chasms. She stands fearless before a goddess. Hoppla. Und da ich immer für solche Spiele bin, musste ich das jetzt gerade unbedingt kaufen. Also... heute. There is fire in her. Yes. It must be tempered, but without that fire, she would have already given up. Many mortals would not be brave enough to climb. Our Raji has no fear of heights. Watch. Das fängt ja schon mal gut an. Obwohl ich da vorne gedrückt habe, bin ich voll daneben gesprungen. Okay, aber zum Glück fangen wir genau da wieder an. Ey! Ach ja, ich wollte ja einfach nur hochklettern. So, erstmal nach rechts. Und jetzt einfach nur geradeaus. Genauso wie jetzt auch geradeaus. Jetzt hat er es angenommen. Komischerweise. Ich habe gerade auch nach vorne gedrückt. Aber da hat der Xbox Controller wohl nicht ganz mitgespielt. Ja, ich spiele das Ganze mit dem Xbox 360 Controller. Oder Xbox One Controller ist es eher, glaube ich, eher. Ja, jetzt hüpfen wir erstmal hier rum. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Ja, hoch mit dir. So, geht da. She is learning to think and to use the skills of her childhood. It is one thing to climb a pole and quite another to face a demon. To save her brother, Raji must face the demons. She held the Trishul, and it was a gift of great power.
It was blessed by Brahma, Vishnu, and Shiva, and would help her stand against her terrible foes. But it was also a great responsibility. To wield it, she would need strength, courage, and belief. So, dann befreien wir mal die Kinder, die da drin sind. Have any of you seen my brother? The other guard. Go, now. Before they come back. So. Gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen. Natürlich nicht, da ist ja ein Tor, das uns den Weg versperrt. Bin mal gespannt, ob ich hier ein bisschen was mit der indischen Kultur bzw. die Gottheiten ein bisschen näher kennenlerne. Größtenteils kenne ich ja nur die griechischen und die aus dem großen Norden, also die nordischen. Da bin ich mal gespannt, wie das mit den indischen aussieht. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Hier habe ich nämlich bin ich nämlich nicht damals hingegangen in der Demo. Why are you doing this? Golu! Golu! Toll, sie sieht den Wagen, wo ihr Bruder vielleicht drin sein könnte und kommt echt nicht dran. Das ist mies. Ich kann mir schon grob vorstellen, wie sie sich fühlen kann. So, jetzt lernen wir ja nach und nach alles kennen. Passend auszuweichen, die Schläge zu führen. Jetzt erstmal einen richtigen Kampf. Hey! See? She has the demon reeling. Now she will bring an end to him. Jaima! So, werfen wir unseren Speer. And the Trishul is a most versatile weapon. Ich finde es ja schön, dass das Spiel echt zeigt, was man alles machen kann und wie man alles machen muss. Na, komm her. Ah. Da wollte er finde ich schon einen Move noch machen. Ey, ich habe den getroffen. So, wollte schon sagen. Ach, da kommen wir gar nicht lang. Das sieht auch echt so aus, als wenn man da lang kommen könnte. Aber nee. Ey! So haben wir nicht gewettet. Kriegst du erst noch meinen Speer in dein Gemächt. Und wieder ins Gemächt. Das wird er wahrscheinlich nicht machen, aber es sieht wirklich so aus, als wenn sie... She's a circus performer, Araji. See what she can do. Gut, es kommt jetzt nicht wirklich ein... Es kommt nicht hundertprozentig God of War gleich, aber ich finde das Spiel trotzdem so gelungen. Jetzt lernen wir was Neues kennen, das war auch schon in der Demo so, den Rundumschlag.
So, mal kommen genau die passenden Gegner, um es da gleich auszuprobieren. Ey! Na, komm her. Oh, finishing move. Aua. So haben wir nicht gewettet. Und einmal in den Bauch rein. So. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das denn? Ach, das wird als... Okay. Hä? Von der Seite wird es als Hindernis an... Okay, muss ich nicht verstehen. Amrit Bund, the golden nectar, the fruits of a demon gill. Its power will heal your wounds. Hm. The mandala shows each person their past. There is always a purpose to such visions. So, jetzt haben wir das erste Rätsel hier. Und zwar müssen wir das Mandala hier passende Position setzen. Und das Äußere zeigt natürlich schon an, wie das ungefähr, wie das sein muss. Deswegen machen wir das jetzt passend einmal hier richtig. Oh, it is myself and Golu. So, und ich meine, wir mussten das machen, um hier durchzukommen. Ich habe da vorher natürlich nicht geguckt, aber ich meine, deswegen mussten wir das machen. Ach, das sind meine Lieblingsschläge. An der Wand einmal ausweichen und dann die passenden Schläge setzen. Hoppla. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Ich wollte schon den machen. Na komm her. Und wieder ins Gemächt rein. So. Und den letzten. Oh, der muss auch noch weg. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen mal die schöne Gegend betrachten. Ich finde, das haben die Entwickler echt gut gemacht. Dafür, dass es... Ich meine, es... Ich habe es jetzt gar nicht genau gelesen, aber es soll ein Indie-Spiel sein, aber dafür haben sie es echt super hingekriegt, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter. Dann da gab es sonst großartig jetzt nichts mehr zu sehen. Jetzt können wir noch hier an der Wand hoch und einmal direkt auf den Boden aufschlagen. Genauso wie mit der... Hoppla! Okay, ich sollte eigentlich an dem Wagen dahin das machen. Ach nö, ich besichtige ganz normal. Das ist mir zu doof. Obwohl, hier könnte es jetzt gut klappen. So, den schon mal aus dem Weg geräumt. Das tat dem, glaube ich, auch nicht gut. Zurecht. Oh. Boah. Hat der Speer leider nicht getroffen. Und wieder ins Gemächt. Ich liebe diesen Move. Na. Ja. Gucken, was wir jetzt lernen. Was war das denn nochmal? Ich glaube, ein Ulti. Ja, und damit die Gegner dazu. Gesundheit. Oh, ist der erste schon mal aus dem Weg geräumt. Und der zweite auch. Ach, da habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Wir durch unsere Angriffe. Ah.
So, und jetzt noch einmal. Spürt den Strom des Speers. Na, komm her. Mist. Moment, wir machen das mal anders. Ich meine, danach kam gleich nämlich ein Mini-Boss. Beziehungsweise dann einfach nur ein bisschen mehr Leben als die anderen. Und den setzen wir jetzt auch unter Strom. So. Das hast du davon. Ach ne, den behalten wir nochmal. Brauchst du gar nicht so zu lachen. Aber, wow. Und den Magen aufgeschlitzt. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen. Danke. So. Bevor ich jetzt aber weitergehe, würde ich mich erstmal für diese Runde verabschieden und mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wir weiter erfahren, wie wir unseren Bruder retten. Aber ich, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Gefällt mir Daumen nach oben da. Und ich würde mal einfach sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.